Die Bobbahn in Pyeongchang. Bei den Olympischen Winterspielen vor einem Jahr wurden hier zahlreiche Medaillen vergeben. Heute verfällt die Strecke, weil sich die südkoreanischen Behörden die Kosten in Höhe von 1 Million Euro sparen wollen, die die Erhaltung der Anlage pro Jahr kostet. Ganz ähnlich sieht es im Hockeystadion in Gangnung aus. Hier herrscht gähnende Leere. Schließlich gibt es in Südkorea nicht einmal eine Profi-Hockey-Liga. Die Skiabfahrtsstrecke wiederum soll bald renaturiert werden. Allerdings würde das ungefähr so viel kosten wie ihr Bau. Viele Südkoreaner sind entsetzt. Erst wird so viel Geld in diese Anlagen gesteckt und dann werden sie aufgegeben, weil sie zu viel kosten. Das kapiere ich einfach nicht. Die hohen Kosten schrecken auch andere ab. Für die Winterspiele 2022 zogen mehrere Städte ihre Bewerbung zurück. Für 2026 gibt es nur 2 Interessenten.